muss. Nein, ich will noch nicht aufstehen. Aber du musst ja gar nicht aufstehen. Du hast nur so geweint und geschrien. Das ist schon das dritte Mal in dieser Nacht. Hast du auch bestimmt kein Fieber? Nein, ich habe kein Fieber. Ich habe nur schlecht geträumt. Was hast du denn geträumt? Weiß ich nicht mehr. Matthias, vielleicht hast du in den letzten Tagen irgendwas erlebt. Irgendwas, wovor du Angst hast. Nein, ich habe keine Angst. Ich habe nur schlecht geträumt. Matthiaslein, bevor du einschläfst, erzähl mir doch, was du für einen Kummer hast. Sieh mal, dann ist alles nachher viel leichter. Ich habe aber keinen Kummer. Also gut. Dann reden wir morgen noch mal darüber. Jetzt schlaf schön weiter. Und träum endlich was Vernünftiges. Müssen wir schon aufstehen? Aber nein, ist ja erst 3:45. Wir hätten noch die Chance, gute 3 Stunden zu schlafen, wenn hier endlich mal Ruhe wäre. Mami, wo ist das Buch von Thomas? Na, dann pass doch gefälligst besser auf. Ich kann dich doch nicht alles nachtragen. Vielleicht war's von Papi. Zeig mal. Zeig doch mal, lass doch mal die Briefe los. Ist da was von Papi? Hier, die kannst du halten. Ja, das ist aber nicht seine Handschrift. Ja, Sonntag, Kalander, Post Office Box 681. Also doch von Papi. Pass auf, die Briefmarken. Ach, da. Liebe Ina, liebe Kinder, diesmal schreibt freundlicherweise Herr Förster für mich. Ich hatte einen kleinen winzigen Arbeitsunfall. Na, hoffentlich. Nur schreiben kann ich momentan nicht, weil es eine Prellung an der Schulter ist. Ich habe nicht aufgepasst und ein am Kran hängender Träger hat mich blödsinnigerweise erwischt. Du lieber Himmel. Wieso war der Kranführer schuld? Wahrscheinlich hast du recht. Glücklicherweise hatte ich trotz der Hitze einen Schutzhelm auf. Der Kopf ist also heil. Macht euch keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Ich arbeite normal. Nun lass es doch mal. Ich kann nur eben nicht schreiben. Die Prellung ist etwas hinderlich. Das nächste Mal melde ich mich wieder selbst. Gruß und Kuss, euer Papi Robert. Also ist Papi doch nicht tot? Nein, du Gemütsmensch. Hoffentlich ist das wirklich so harmlos. Tja, wenn's der Mann so schreibt. Der Papi gibt nie zu, wenn er was hat. Na ja, nun haben wir schon eine Revolution überstanden und einen Unfall. Und wenn wir noch das halbe Jahr überstehen, dann kriegen wir ihn vielleicht sogar noch mal wieder. Du sag mal, freust du dich, wenn Papi wieder da ist? Ja. Ja. Mami, weißt du wirklich nicht, wo das Buch von Thomas ist? Matthias, nimm zur Kenntnis, dass du auf deine Sachen selbst zu achten hast. Hast du deine Schuhe an, Flo? Ja. Ja, wunderbar. Matthias, komm, wir gehen jetzt. Ich hab's. Wein in der Mappe. Du bist ein alter Schlampe. Ja, gar nicht falsch, du. Also hört auf, ihr sollt doch nicht jeden Morgen streiten. Wenn ich euch so sehe, muss ich wirklich mal wieder ein paar Fotos für Papi machen. Wo habe ich denn eigentlich den Apparat? Ich weiß nicht. Und ich auch nicht. Das hat ja auch keiner behauptet. So, jetzt aber ab in die Schule, sonst kommen wir zu spät. Habt ihr alles? Himmel, mein Rechenbuch. Mami. Ich denke, das hast du längst. Mami, tun wir heute Abend wieder mit der Papierkunst. Um Gottes Willen, das letzte Gespräch war ja schon so teuer. Da spare ich immer noch für. Kommst du jetzt? Raus. Jetzt kommen wir ja gar nicht mehr weg. Na was, ist keine Lust heute? Doch, weiß nicht. Vielleicht bin ich doch krank. Fieber oder so. Hast du doch selbst heute Nacht behauptet. Ach Unsinn, keine Spur. Hast du deine Aufgaben nicht gemacht? Schreib dir eine Arbeit. Du bist doch in allen Fächern gut, Matthias. Ja, weißt du doch. Naja, ist sonst noch was? Tschüss. Tschüss. Kindergarten wegen Masern geschlossen und
außerdem habe ich heute Nacht keine 3 Stunden geschlafen, weil Matthias Albträume hat. Du? Ich weiß auch nicht. Ob er Angst vor der Schule hat? Matthias? Der doch nicht. Der kann uns Lehrern bald was beibringen. Du, wenn du willst, dann gib mir doch Florian heute mit und du holst ihn nachmittags wieder. Ich hab frei. Aber... Auf rein! Aber er wird Carsten bei der Arbeit Ach, stören. Ach, ihn Carsten zum Labor. Na, Flo, gehen wir in den Zoo? Ja. Na, von mir aus könntest du ihn öfter haben, wenn er dir nicht auf die Nerven geht. Nee, nee. Sag mal, wie wär's denn mal mit Eigen? Ihr seid doch schon eine ganze Weile verheiratet. Du bist gut. Das wäre doch Wahnsinn, solange Carsten noch studiert und nicht verdient. Du weißt doch, wie viele Probleme sich allein daraus ergeben. Aber das habt ihr doch vor der Hochzeit gewusst. Ja, sicher. Aber die Praxis kann man sich immer schwer vorstellen vorher. Ja, dann muss dein Mann sich ihm beeilen, dass er fertig wird. Man kann sich auch an Kinderlosigkeit gewöhnen. Ja. Jedenfalls hat man dann weniger Probleme. Vorläufig gibt es noch genug Kinder von anderen Leuten, denen ich Lesen und Schreiben beibringen kann. Wenn Carsten fertig ist, dann müssen wir erst mal sehen, ob wir dann überhaupt noch zusammen sind. Ja. Für heute habe ich jedenfalls einen Eintagssohn. Also komm, Florian. Ja. Ich hole ihn dann um 4 wieder Tschüss, ab. Tschüss, Mami. Tschüss, Gerti. Tschüss, Flo. Tag, Matthias. Du kommst aber spät. Jetzt muss ich das Essen noch mal aufwärmen. Ist Flori nicht da? Nein, der ist bei Tims. Ich hole ihn nachher ab. Warum kommst du denn so spät? Da war eine alte Frau. Die habe ich über die Straße führen müssen. Die hat den Knopf der Ampel nicht gefunden. Und das hat so lange gedauert? Ja, dann ist sie schwindelig geworden und habe ich sie nach Hause gebracht. Aber Matthias, wie oft habe ich euch gesagt, ihr sollt nicht mit fremden Leuten mitgehen und schon gar nicht nach Hause. Na, alt ist doch was anderes. Überhaupt bin ich nicht rein in die Wohnung. Und die 50er habe ich auch nicht angenommen. Apropos Matthias, sag mal, hast du dir vielleicht 20 Mark von mir ausgeborgt? Ich? Mhm. Woher denn? Von meinem Haushaltsgeld. Ich komme da nämlich nicht klar. Aber Mami, du weißt doch, ich frag dich, wenn ich was brauche. Mhm. Ja, es hätte ja sein können, nicht? Außerdem habe ich bald Geburtstag und da kann ich mir doch alles wünschen, was ich will. Wünschen schon, aber ob du es dann auch kriegst? Diesmal ist es ja auch gar nicht viel. Na gut, jetzt gehst du dir die Hände waschen und dann essen wir. Wir zwei ganz allein. Was sagst du dazu? Na quatsch, Flori, mal nicht dazwischen. Ja. Wirklich? Ach, wenn du das tätest, Mutti, nur für ein paar Tage, dann wäre ich dir wirklich sehr dankbar. Vielleicht kriegst du raus, was mit Matthias ist. Ja, um 8.10 Uhr. Dann bist du um 11.25 Uhr hier. Ich hol dich ab. Tschüss, Mutti. Erwartest du außer mir noch jemanden? Mutti! Na, na, na. Als wir uns vor 43 Jahren das letzte Mal sahen. Ach, Mutti, dass du dir gleich erst Urlaub nehmen könntest. Auf dich ist wirklich Verlass. Hattest du nicht mal 2 Kinder und ich noch einen Sohn hier in der Stadt? Na, Herbert hat doch Dienst. Na, deswegen kannst du doch die Kleinen das nächste Mal ruhig zur Begrüßung mitbringen. Ja, aber... Schließlich bin ich auch noch Großmutter. Ich bin aber froh, wenn ich dich mal eine halbe Stunde für mich allein habe. Machen wir. Ist es so viel? Ja, ja, eine ganze Menge. Hoffentlich ist nicht alles ganz anders, wenn Robert zurückkommt. Was soll denn anders sein? Er. Oder ich. Oder wir beide. Na und? Es kann sehr schön sein, wenn man sich nach einer so langen Zeit gesund wieder sieht. Direkt aufregend. Ja, ich weiß. Bei euch im Krieg war alles anders. Da war man froh, wenn man wusste, der andere lebt noch. Ich kann mir sein Leben da unten kaum vorstellen. Auch sein Briefstil ist ganz anders geworden. Das, was ihn interessiert, ist mir fremd. Ich weiß nicht, ich könnte im Augenblick gar nicht mit ihm reden. Ach, das gibt sich, wenn er wieder da ist, Dina. Du,
Ich versuche mal ganz wütend auf ihn zu sein. Dann komme ich am besten zurecht. Aber du, wie soll ich denn da wieder mit ihm zusammenkommen, wenn ich jetzt alles versuche, um ihn zu vergessen? Das ist doch richtig schizophren. Du hast Sorgen. Ich weiß. Hör auf damit, Mutti. Du bist einfach stabiler. Ach. Vielleicht hast du mich zu sehr verwöhnt. Aber ich halte das einfach nicht mehr aus. Fernsehen statt Ehemann. Dann leg dir inzwischen einen Hausfreund zu. Mutti, wie meinst du denn das? Du lieber Himmel, einen netten Mann, der einen zum Essen ausführt und einem Komplimente macht. Das tröstet kolossal. Schon. Das könnte man natürlich. Aber trotzdem, man muss ja doch alles allein entscheiden. Na und? Dein Mann kommt wieder. Vergiss das nicht. Dein Vater war 5 Jahre weg. Ich saß da mit dir und Herbert, bis er dann aus der Gefangenschaft entlassen werden sollte. Nur den Weg bis nach Hause, den hat er nicht ganz geschafft. Also? Ja, ich weiß, Mutti. Sei mir nicht böse, aber jeder hat doch seine eigenen Konflikte. Wo hast du denn das gelesen? Na, das war ein bisschen Selbstmitleid tut mal ganz gut. Ach, Mutti, das ist es doch nicht allein. Es kommen noch so viele Dinge dazu und dann immer noch eins drauf. Übertreib nicht, Ina. Wirklich schlimm scheint mir jedenfalls nur die Sache mit Matthias. Nach dem, was du mir erzählt hast. Sag mal, worauf tippst du denn? Ich meine, wenn er sich was kaufen will, muss er das Geld ja nicht... Zumindest könnte er mich doch fragen. Aber wenn er wirklich auch den Fotoapparat hat, verschwindet er. Ich bin mir natürlich nicht sicher, aber nach all dem könnte der arme Kerl zum Beispiel erpresst werden. Du, da habe ich neulich eine lange Reportage über so einen Fall gelesen. Mutti, Matthias doch nicht. Warum denn nicht? Wäre doch immerhin möglich, oder? Aber ich habe ihm strikt verboten, auf dem Schulweg mit Fremden zu sprechen. Ja, es muss ja kein Fremder sein. Vielleicht jemand aus der Schule oder aus der Nachbarschaft. Gib ihm doch mal nach. Das werde ich auch tun. Darauf kannst du dich verlassen. Hast du eine Ahnung, wann und wo er sich unbeobachtet mit jemandem treffen könnte? Ja, eigentlich nur nach der Schule, auf dem Nachhauseweg. Ich bringe ihn ja nur hin. Na also! Es wird aber auch Zeit, dass du kommst. Ich warte schon 20 Minuten. Ich komme so schwer von zu Hause weg. Meine Mutter passt so auf. Ich glaube, sie hat was gemerkt. Pass nur auf, dass du nicht quatscht. Deine eigenen Interesse. Was hast du mitgebracht? 5 Mark. Mehr nicht? Nein. Bist du verrückt? Ja, konnte ich nicht ausnehmen, sonst merkt sie bestimmt was. Ich komme doch nicht extra wegen 5 Mark hierher. Du hast doch schon so viel. Viel, das entscheide ich, ob viel oder wenig. Das Geld im Fotoapparat, was willst du denn noch? Das wirst du schon merken. Montag bringt sie mir 20 Mark und keinen Pfennig weniger. Ich will nicht mehr. Lass mich endlich in Ruhe. Wenn du frech wirst, dann weißt du ja, was passiert. Dann bist du erledigt. Du und deine Eltern. Du bist gemein. Ich weiß genau, wo du wohnst und wie du heißt. Sonntag, stimmt's? Aber ich kann nichts mehr bringen. Jedenfalls kein Geld. Dann eben was zum Verscheuern. Ein Fernglas oder eine Uhr oder ein Ring. Sowas fällt monatelang nicht auf. Ich habe ein Taschenmesser mit Korkenzieher und Schere. So ein Kinderkram kannst du dir einen Hut stecken. Also gut. Ich versuch's, aber ich verspreche dir nichts. Also Montag, ja? Und wenn du nicht kommst, dann passiert was. Los, gib die 5 Mäuse her. Und mach keinen Unsinn, du wirst überwacht. Merk dir das. Los, hau ab, verschwinde. Uns beiden entwischt er doch, Herbert. Oder er schlägt uns die Zähne ein. Alte Frau ist kein Preisboxer. Der Bengel sieht ganz schön robust aus. Ja, ich komme ja schon mit, aber in zivilen Uniform darf ich das nicht. Hast du übermorgen Mittag frei? Ich habe ab morgen die Schicht bis 12. Wann ist denn die Schule aus? Um 1:15. Wahrscheinlich treffen sie sich an der gleichen Stelle. Ich war einfach zu weit weg, ich konnte es nicht hören. Ach, wenn ich nur wüsste, also... Bisher hat mir Matthias immer alles erzählt. Ich habe mir sagen lassen, das gibt sich bei Kindern. Außerdem wird er Angst haben. Armer Matthias. Sollen wir ihm nicht schon was sagen? Ach, Unsinn. Dann bewegt er sich unsicher und macht alles falsch. Am besten, wir fangen gleich morgen an mit der Überwachung. Wenn du nicht weißt, wann die sich wieder treffen. Na, morgen bestimmt nicht. Da hat er in der letzten Stunde Zeichnen. Und die Lehrerin wohnt hier in der Nähe. Die bringt ihn dann immer mit. Die ist ganz vernarrt in Matthias. Und Matthias auch in sie. Wenn ich nur wüsste, womit der Bengel ihn rangekriegt hat. Das ist auch noch so ein Punkt. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Also, wenn du mich fragst, Ina, das ist nichts als eine Lappalie. Ich habe schon von Erwachsenen gehört, die sich wegen einer Bagatelle einschüchtern lassen. Und jetzt dein Kind. Gib mir noch einen. Aber nicht so einen blonden. Mutti. Danke.
Bei mir nur noch Wasser. Ich habe mich nicht umgezogen auf dem Revier. Und ich kann da schließlich nicht mit einer Fahne in der U-Bahn aufkreuzen. Na, du musst ja nicht fahren. Hast du die 20? Ja. Mein Glück. Aber jetzt bringe ich nichts mehr. Dann kommst du ins Gefängnis. Und deine Eltern kommen vors Gericht und müssen Strafe zahlen. Und dein Vater verliert seine Stellung. Mein Sohn. Ja, heißt das. Jetzt ist es aber genug, du Verbrecher. Also, du altes Dreckschwein. Kennt doch, ihr blöden Weiber. Mich kriegt ihr doch nicht. Moment mal. Verdammt. Au, lassen Sie mich los. Das dürfen Sie nicht. Ja, ist schon recht. Komm. Komm, heb das mal schön wieder auf, ja? Au. Los. Komm, gib hier, gib hier. So was wirft man doch nicht weg, wird doch schade drum, ne? Und den hier können wir besonders gut gebrauchen. Komm, los. Wohin wollen Sie mit mir? Erstmal zur Polizei und dann zum Jugendamt. Nein, das dürfen Sie nicht. Ja, tut mir leid, aber auf deine Wünsche kann ich beim besten Willen nicht eingehen. Komm. Dreckiger Hund, Sie Spitzel. Sie machen ihn noch mal fertig. Au, lassen Sie mich los. Ich hab Angst. Vor dem brauchst du keine Angst mehr haben, das ist vorbei. So, ich gehe jetzt mit unserem Freund zum Revier. Dann gehen wir erst nach Hause. Wir sind halb verhungert. Ja. Und Florian ist noch im Kindergarten. Na klar, heb mir was auf. Ich komme nach, sobald ich hier fertig bin. Dreckiger Hund, Sie Spitzel. Sie machen ihn noch mal fertig. Lassen Sie mich los. Florian, Essen kommen! Ich muss noch Hände waschen! Das dauert bei ihm mindestens 20 Minuten. Wenn er nicht gleich kommt, helfe ich ihm. Wie darf ich jetzt schon anfangen? Ich habe schon Hunger. Aber ja, ich freue mich doch, dass du wieder Appetit hast. Matthias? Mhm? Sag einmal, du musst es mir ja nicht sagen. Aber hast du vielleicht was angestellt? Naja, jetzt ist mal erst, hm? Und nachher werden wir beide in aller Ruhe darüber reden, ja? Immer beim Essen. Ist das Papi? Sonntag? Ah ja. Mhm. Ist das Papi? Psst, nein. Ja klar, mach ich. Mhm. Sag mal, mit den Schuhen aufs Bett. Wer war das? Ach, Onkel Herbert. Ich soll ihm bei was helfen. Das habe ich unter seinen Sachen gefunden. Ganz unten versteckt. Ich glaube, das ist alles, Herr Wachtmeister. Sind das Ihre Sachen, Frau Sonntag? Aber Geld war keins da. Das hat er bestimmt alles ausgegeben, wie ich ihn kenne. Davon sehen Sie nichts mehr. Und ich? Ja, wenn Sie am Anfang des Monats gekommen wären, dann hätte ich Ihnen vielleicht von meiner Rente. Sagen Sie, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, warum der Junge sowas tut? Sie haben doch gewusst, dass irgendetwas nicht stimmt mit Ihrem Enkel. Ich habe doch keine Ahnung, wo der sich immer rumtreibt. Manchmal bleibt er sogar über Nacht weg und ist noch keine 15. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Ich habe nicht mehr die Kraft, wissen Sie. Wo sind die Eltern des Jungen? Mein Sohn ist Funke auf dem Frachter. Der kommt im Jahr vielleicht zweimal nach Haus. Und dabei liebt er seinen Walter so sehr. Aber er kann sich doch nicht um ihn kümmern da draußen. Und die Mutter? Die? Die ist abgehauen. Schon vor einem Jahr. Mit so einem Fernfahrer. Die lässt sich nicht mehr blicken. Dabei habe ich meinen Sohn gleich gesagt, von der lass die Finger weg. Herr Wachtmeister? Ja? Also der Fotoapparat und das kleine Radio sind bestimmt von uns. Ah ja? Ja, na die Uhr nicht. Ja. Und der Feldstecher auch nicht. Auch nicht? Mein Mann hat seinen nämlich mit nach Afrika genommen. Nach Afrika? Ja, er arbeitet dort, in der Nähe von Okuto. Wird er mir nur weggenommen? Das entscheidet das Jugendamt oder das Gericht. So, also Uhr und Feldstecher. Ich wollte nicht, dass er ins Heim kommt. Tja, das ist sicher nicht das Schönste. Aber vielleicht ist es besser, als wenn es so weitergeht, Frau Korte. Da war doch schon ein paar Mal was, wie Sie mir gesagt haben. Ja, das stimmt. Tja, Frau Korte, da scheinen noch andere gestohlene Sachen dabei zu sein. Was wird bloß mein Sohn sagen? Diese Schande. Und ich bin schuld. Naja, ich will mal das Protokoll aufnehmen. Sie können eigentlich gehen, Frau Sonntag. Aber es dauert nicht lange, wenn ihr warten wollt. Ihr könnt dann mit dem Streifenwagen in die Stadt zurückfahren. Wir warten draußen. Alles gut.
Die arme alte Frau. Hat sich denn wenigstens schon rausgestellt, warum dein Goldsohn dem jungen Gangster all das Zeug gegeben hat? Bisher nicht. Wenn Mutti inzwischen keinen Erfolg gehabt hat, der wird's mir schon irgendwann einmal sagen. Na, du wirst doch die Sache wohl nicht auf sich beruhen lassen. Von wegen moderne Pädagogik oder so. Meine Güte, du bist ja schon ein richtiger Beamter. Versetz dich doch mal in den Jungen. Der sagt's schon. Jeder Mensch hat eben sein eigenes Tempo. Also doch moderne Pädagogik. Ja. Luftbrief von Papi. Ja, den lesen wir nachher, wenn wir fertig sind. Oder wenn wir warten müssen. Müssen wir? Ja, vielleicht. Warum? Naja, der Zahnarzt weiß doch nicht, wie lange er mit jedem Patienten braucht. Holen wir, wenn wir fertig sind, Matthias ab? Nein, Matthias ist heute mit Omi in der Stadt. Sie holt ihn von der Schule ab. So, dann raus mit dir. Du musst gar nichts, Junge. Ich finde nur, es wäre vernünftiger, wenn ein kleiner Junge wie du Probleme hat, dass er sie auch jemandem anvertraut. So klein bin ich nun auch wieder nicht. Also schön, ein großer Junge. Warum magst du bloß nicht sagen, was los war? Du hast doch keine Angst mehr, vor diesem Rowdy zu haben. Ich habe eine Straßenlaterne eingeschmissen. Mit einem Stein. Ja? Und? Ich wollte sie gar nicht treffen. Ich habe mich richtig gewundert, als ich sie getroffen habe. Dann war sie kaputt. Nur an einer Seite. Die Birne nicht. Und abends hat sie noch gebrannt. Ich bin extra noch mal hin. Ja, und weiter? Nichts weiter. Nur das mit der Laterne. Weißt du, das war alles? Ja, doch. Ist denn das nicht schlimm? Ach, Himmel, Junge. Eingeschmissen werden, das ist Laternenschicksal. Einmal im Leben hat das jeder Junge gut. Und deswegen? Ja, der Junge hat gesagt, es ist ja schlimm und man wird schwer bestraft. Wenn ich ihm nicht das Geld und die Sachen gebe, kommt es raus. Da hast du alles getan, was er wollte. Ja, sonst geht er doch zur Polizei. Der? Bestimmt nicht. Sag mal, du hast doch sonst keine Angst. Warum hast du denn der Mami nichts gesagt? Er hat gesagt, ich komme in ein Heim, wenn es rauskommt. Wirklich. Mein Schatz. Das war eine ziemlich überflüssige Quälerei, wenn du nicht eine Oma hättest, die nachdenken kann. Ja. James Bond oder Perry Mason kann ich kaum noch werden. Aber Nero Wolf, der löst alle Fälle vom Ohrensessel aus. So, und nun wollen wir uns erst mal einen extra Nachtisch bestellen. Sag mal, warum hast du das der Mutti nur wirklich nicht gesagt? Weiß ich nicht. Papi hätte ich das bestimmt erzählt. Fräulein! Einen Kaffee und das...